So. Aber wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen. Es ist einfach, klar, es wiederholt sich in einer Zeit. Die Frage ist natürlich, wie lange hält das an? Aber mein Spiel ist es auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich habe die Zeit oder ich nehme mir die Zeit halt dafür und ich finde es voll geil. So, dann speichern wir mal. Und hier habe ich gerade nur noch zwei Technologien gesehen. Vielleicht finden wir ja da eine neue. Mhm, Beschleunigung, Feuer und Teda, bereits bekannt. Haben wir schon. Was ist mit der hier? Auch bereits bekannt. Aha, Strahlungsaufprall, sehr schön. Kommen wir da rein? Nein. Ich will es aber trotzdem riskieren. Ja, ist doch gut. Hört auf. Aua, lass das. Haha. So. Voll Idioten. So, was haben wir hier? So, der Ansehen der Rex hat sich verbessert. Was haben wir hier in der Station? Der Sicherheitslarm hat den Bildschirm in einen Rausch verwandelt. Bis auf ein paar Worte kann ich kaum etwas erkennen. Wenn ich herausfinde, welcher Arbeitsablauf hier verschlüsselt wurde, kann ich das System wiederherstellen. Drupchen, Waffen, Raumschiff. Protonkanone, Waffen, Raumschiff, Blitzwerfer, Protonkanonen, oder? Ich hoffe, es ist richtig. Der Arbeitsablauf, der Ansicht den Krieger ist wiederhergestellt. Toll, Phasenstrahler bereits bekannt. Ach ja, da brauchen wir den Atlas Pass 2, den ich ja immer noch nicht habe. Den ich irgendwann mal finden werde. Und das ist auch so eine Sache, weil du kriegst ja hier diese V-Pässe, ne? V1, V2, V3-Pässe. Ich habe meinen irgendwie mal gekriegt und es ist mir egal, wie lange ich brauche, um den zweiten zu bekommen. Es ist mir einfach egal. Weil, ganz ehrlich, ich habe Zeit. Mich hetzt halt nichts, ne? So Eisen brauchen wir. Was mache ich denn da? Toll, ich wollte eigentlich nur 10 Eisen, aber gut. Nein, ich brauche das im Exo-Anzug. Dann können wir nämlich unser Raumschiff rufen. Und dann kann ich hier erstmal schön weiterfliegen. Oh, das ist ein verlassenes Gebäude. Es dauert einen Tag bis dahin. 2 Stunden, 1 Stunde. Ich weiß ja gar nicht, von wo wir gekommen sind. Da ist Gold. Da sind irgendwelche Tanks. Sind wir von hier gekommen? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Hey, Zink, yippie! Ich komme! Da ist auch... Alter. Da weiß man gar nicht, wo man hinlaufen soll. Zink! Mr. Zink Zink. Und hier war irgendwo... Hier war Zink drin, ne? Ja. Mitten in der Pflanze. Da ist auch Gold. Okay, ich frag gar nicht erst. Alter. Ja, alles gut. Ja, es ist da okay, Alter. Ich. Uah! Huch! Hier wollte ich gar nicht sein, aber okay. What the fuck? Wo bin ich denn hier?
Hilfe! Und diese Pflanze hat mich total verwirrt. Wo ist die Tim? Und was denn da? Wo ist denn die Pflanze jetzt? Wo war denn das? Wo war... Das war die Dancing Flower. Hier war die, ne? Ist sie immer noch? Ah, hier, guck mal. Yeah! Ach, sobald ich dann nach hier gehe, wird die länger, oder was? Yeah, yeah, yeah! Voll die Gummipflanze, guck mal. Hui! Okay. Okay, ich hab nichts gesagt. So, erstmal Gold abbauen. Geht ja relativ zügig mit dem Multiwerkzeug jetzt hier. Lalala. So. Bin gespannt, wie viel Kohle wir kriegen durch das Gold. Und das Geile ist, wir sind in der Galaxie erstmal angekommen. Das ist unser erster Planet und wir haben direkt einen Planet gefunden, der echt massig an Zeug hat. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen hier verbringen, die Zeit, bevor wir wieder weiterfliegen. Und das ist so geil. Und zwar finden wir hier sogar einen Handelsposten, weil ich möchte echt noch auf dem Planeten bleiben. Wo wir dann halt handeln können. So. Und zack, ist ja schon gleich abgebaut hier, der Berg. Da ist noch ein bisschen Gold und da ist noch ein bisschen Gold und dann war es das auch schon, ne? Und da unten in der Höhle scheint irgendwas zu sein. Ist das wieder das, was ich denke? Wo ist die... Wo ist dieses Loch, wo ich reingefallen bin? Hier war das, ne? Da unten. Oh nein. Das heißt, wir kriegen gleich Gesellschaft, wenn ich die Dinger sammle. Ich weiß es genau. Es ist mir egal, ich nehme die alle mit. Elite-Einheit vor allen Dingen. Das heißt, wir kriegen ja echt Theater jetzt gleich. Wir sollten... Was seid ihr denn? Okay, gar nicht. Was? Ich muss weg. So, warte mal, wo ist sie hin? Alter, Hilfe. Die Pflanze war schon wieder am Wackeln, am Wickeln. Wickel, wickel. Wickel, wickel. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? So, wo ist die Elite-Einheit? Da. Ich muss nachladen. Wieso geht er nicht kaputt? Wieso geht er nicht kaputt? Ah, jetzt. What the fuck? Okay. Ich sollte mein Schild aufladen. Habe ich irgendwo... Achso, mein Schild muss ich ja aufladen mit einer Pflanze. Stimmt ja, da war ja was... Ey, das klingt so falsch, wenn ich das sage. Ich weiß. Miau. Miau. Warum bist du angegriffen, wenn du das sammelst? Weil das Rohstoffe sind, die man nicht einsammeln darf von dem Planeten. Die gibt es überall. Also nicht auf jeden. Weil die wohl sehr auf der teuer. Alter, was? 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 What the fuck? Ich muss weg! Was? Was ist das? Was ist das? What the fuck, was war das? What the fuck, Alter? Ich bin gleich tot. What the fuck, was war das? Alter. What the fuck? Was ist das? Alter, voll der Arti-Arti. Bleibt er da jetzt?
Da kann ich mir den in Ruhe angucken, weil jetzt bin ich ja nicht mehr in Gefahr, ne? Genau. Okay, der hängt jetzt ein bisschen fest, der ist jetzt ein bisschen buggy, aber trotzdem kann ich mir den angucken. Alter. Lol. Pump, pump the jam, pump it up, pump, pump, pump the jam, pump it up. Okay, ich glaube, der ist... Ja, der kommt ja aus dem Loch nicht mehr raus. Soll ich den mal angreifen? Was dann passiert? Ich weiß, dass ich nicht überleben werde, aber ganz ehrlich. Ich probier's mal. Yeah! Oh, oh, das war keine... Ich glaube, das war... Alter... Boah! Ich glaube, das war keine gute Idee. Wir werden so wegsterben. Wir werden definitiv wegsterben. Alter, wow. Wow, 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 wow. Ich bin weg. Tschüss. Nein, 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 nein. Das mache ich nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. Definitiv nicht. Nein, das mache ich nicht nochmal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Alter, willst du mich verarschen? Was kommt denn dann bei... Das ist Stufe 3 gewesen. Was kommt denn da bitte bei 5? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, was kommt denn bitte bei Stufe 5 dann? Oh mein Gott. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es noch niemals herausfinden. Oh Gott. Zerstört Drohnen, bevor weitere eliminiert oder verhindert... Ah, okay. Oh, wie süß. Das heißt, wir müssen unseren Exo-Anzug mal ausbauen, dass wir mal vielleicht ein bisschen mehr... Boah, Alter, puh. Kann ich ihn umsetzen? Ja, kann ich. Technologie installieren. Schild, was haben wir hier? Gesundheitsheder-Modul. Verbessert die Gesundheit des Nutzers, sobald die Prominenz-Systeme ausgefallen sind. Wird automatisch verbraucht wie ein Lebenserhaltungsschild. Dazu brauchen wir Aluminium, Plutonium und Tamium. Ah, das ist plus 3 Schild. Und plus 2 Schild. Das heißt, wir könnten das, wenn wir noch mehr Aluminium hätten, können wir die beiden... Weißt du was, ich pin das mal an. Also Plutonium brauchen wir und Tamium noch jede Menge. Nein, was mache ich denn da? Plutonium haben wir schon mal hier. Tamium brauchen wir auch. Da sammeln wir jetzt mal ein bisschen. Machen wir die Kamera wieder ein bisschen anders. So. Hallo? Da oben ist noch was. Hier unten auch. Hallo Freunde, ich komme. War ja nicht gerade irgendwas zum Sammeln? Ah, hier. So. Boah, Alter, was für eine riesige... Was für ein riesiges Vieh das war. Ich will gar nicht wissen, was bei Stufe 5 dann kommt. Wahrscheinlich so ein riesen Panzer oder so. Der dich einfach mal überfährt. Wo du keine Chance hast. Aber das würde ich gerne ausprobieren, bin ich ganz ehrlich. Okay, hier ist eh nur Dings drin. Oh, wir sollten unseren Strahlungsschutz mal aufbessern. Warte mal. Weil wir haben ja, glaube ich, gerade einen Sturm. Deswegen geht es ein bisschen schneller. Also, wenn wir das machen sollten, will ich gerne dieses Gesundheitsmodul, die 2, einbauen. Und dazu brauchen wir definitiv Plutonium, Tamium und noch Aluminium. Ich hoffe, wir finden hier Aluminium auf dem Planeten. Wie krass das ist. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch größere Viecher kommen. Ich habe gedacht, ja gut, die Wächter, die werden dann wahrscheinlich mehr und so und tralala. Ja, scheiße. So, warte mal. Da kann ich jetzt mal eben gucken hier. Tamium brauchen wir noch mehr. Das finden wir eigentlich auch im Weltall. Plutonium wäre ganz wichtig und Aluminium. So, Plutonium und Aluminium. Das ist Tamium, das da ist Plutonium. Na gut, Aluminium ist meistens diese gelben Berge oder diese silbernen Berge. Das ist Aluminium, Alter, geil. Voll geil. Nehme ich mit. Was haben wir? Gibt's ja noch mehr Aluminium? Freunde, ich brauche Aluminium. Und oben sehe ich schon wieder Zink. Das ist gut. Zink ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Für diese, wie gesagt, diese Strahlungsschutzanzüge.
Ich hoffe, wir finden noch mehr. Haben wir denn, wie viel Aluminium haben wir denn jetzt generell für, 160 von 200. Guck mal, Plutonium haben wir genug. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch Aluminium. Und ich weiß es ganz genau, ich laufe jetzt schon wieder viel zu weit weg von meinem Schiff, aber egal. Ist mir egal. Bin ich ganz ehrlich. Ist mir egal. Roboter mit Senf, ist mir egal. Hier ist Zink. Hier ist auch wieder Zink. Alter, wie viel Zink da hinten ist. Ich finde, Zink ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, wenn man so, wie gesagt, diese ganzen Schutzanzüge, Klamotten hat. Und Titan, also Zink und Titan ist so... Bitte, lass es Aluminium sein. Ja! Geil. Feier ich doch ab. Was feier ich doch ab, dass wir Aluminium hier finden. Das heißt also, diese grünen Bereiche hier, das ist Aluminium auf dem Planeten. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir sollten Ausschau halten nach diesen grünen Löchern. Da ist ein Tier, was mich angreifen möchte. Hier Aluminium irgendwo? Nein, diesmal nicht. Hier ist Zink, guck mal. Da ist schon wieder Zink. Da ist schon wieder Zink. Da ist schon wieder Zink. Lalalapdapdapda. So, ja. Wir sind bestimmt voll weit weg vom Schiff. Ich kann es schon förmlich riechen. Ist da unten vielleicht Aluminium anliegen? Wahrscheinlich nicht, ne, oder? Sieht zumindest nicht danach aus. Aber ich würde mich gern schon mit so einer Wächter-Elite-Einheit mal anlegen. Ja, 155 Tage. Haben wir denn noch Aluminium schon? Warte mal, ich schau mal eben. Hey, wir bauen nur noch Tamium. Geil, ab zum Schiff. Da ist Zink, das nehme ich noch mit. Und dann gehen wir zum Schiff. Wie weit weg sind wir denn vom Schiff? Und wo ist mein... Da ist mein Schiff. Natürlich. 2 Minuten 24. Ich sag doch, ich habe immer irgendwie so das Talent dafür. Oh, Alter, Aluminium. Ich habe immer das Talent dafür, weit weg vom Schiff zu laufen und dann stundenlang zurück zu... Also es macht mir aber nichts, weil mir macht das einfach Spaß, ganz ehrlich. Weil mir macht das echt saumäßig Spaß, dieses Rumlaufen. Du bist doch kein Aluminium. Doch. Boah, krass. Wie viel das ist. Nehme ich mit, wenn es hier rumliegt, einfach. So. Gut, es stand ja auch, ne, in der Beschreibung vom Planeten, dass es halt sehr üppig ist, alles. Das nehme ich auch noch mit. Wenn wir auf dem Weg sind, mein Gott, dann können wir das auch mitnehmen. Das ist ja, ne? Das ist ja vollkommen egal. So. Die nehme ich mit. Und... Da nehme ich mal das Tamium. Vielleicht kriegen wir sogar... Halt, stopp. Vielleicht kriegen wir sogar Tamium hier unten gesammelt. Dann wollen wir nicht im Weltraum fliegen. Das nehme ich auch noch mit. Aber ich habe noch nie so richtig so einen Zinkklumpen gesehen. Ich glaube, Zink gibt es nur als Pflanzen. Ich glaube, ich habe das... ich glaube, ich habe das noch nie als irgendwie Klumpen gesehen. Sondern nur als, also nicht als Gestein, sondern nur, wie gesagt, als Pflanze. Es kann natürlich sein, also dass es auch anders gibt. Gibt es eigentlich rechts oben? Ach ja. Okay. Da ist aber Plutonium. Mhm. Schön. So, jetzt gehen wir Richtung Schiff. Das ist zu weit weg, oder? Ja. Verdammt. Oh, guck mal hier. Hallo. Boah, geil. Der Weltraum.
unendliche Weiten. Wie geil das einfach ist, ganz ehrlich. Ich meine, so eine Aussicht hast du eigentlich normalerweise nur mit so einer geilen Skybox, eigentlich nur bei Destiny. Aber es ist schon echt schön. Oh, bitte süß. La 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 la. Ich glaube, wir müssen den Stream immer aktualisieren. So. Weil der hinkommt mir schon wieder. Atompilz! Gottes Willen, so lange wollte ich eigentlich gar nicht heute gemacht haben, ey, in dem Stream. Jetzt sind wir schon wieder bei 8:30. Es ist abnormal, was dieses Spiel wieder an Zeitfresser ist. Ich habe jetzt diesen Kommentar nicht gelesen, wenn da einer was geschrieben hat. Kann ich es auf der PlayStation nachlesen? Ich glaube ja, ne? Warte mal eben. Betriebseinstellung. Warte, ich schau mal ganz schnell, ob ich das mal im Kommentar anzeigen. Achso, Vivebot war es nur gewesen. Hallo und willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo und willkommen zur Let's Play Live Show. Das reimt sich sogar. So, was ist hier? Titan! Brauchen wir für unseren Anzug? Alter, geil! Warte mal eben. Geil, Titan nehme ich definitiv mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ganz ehrlich. Und jetzt kommt natürlich ein Wächter. Genau jetzt in dem Moment, weißt du? Lad nach. Schneller. So, ciao. Ja, ja, aua. Lass das. Komm, ich habe da Tamium. Nimm ich mit. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Oh, hier ist Sink. War ich nicht. So, wo ist denn unser... Aua. Bin ich doch glatt an unserem Schiff vorbeigelaufen? Kann das sein? Tatsächlich. Und da oben können wir speichern. Ich glaube, das machen wir auch mal. Pavitberg. Der Pavitberg. Pavel Pavitberg wahrscheinlich. So, Anzug. Nein, Titan. Aua. Speichern mal eben schnell. So, da bin ich da auf der sicheren Seite. Und dann... Ja, ja, du Ferkelchen. Brüll einfach mal mein Raumschiff an. Das kann es ja besonders gut. Da ist jede Menge Gold. Achso, ich wollte ja gucken... Was brauchen wir noch? Tamium, ne? Haben wir jetzt genug Tamium eigentlich schon? Ich werde mal eben das Aluminium rüber verpflanzen. Haben wir genug Tamium? Nein, wir brauchen noch Tamium. Okay, das heißt, ich fliege mal eben ins Weltall. Weil da kriegen wir am schnellsten Tamium. Wir bleiben aber auf dem Planeten, ja? Flaschenfänger, ich grüße dich. Hallöchen. Wir bleiben aber definitiv auf diesem Planeten. Auf jeden Fall. Also da gibt es kein Vertun. Tamium farmen, dann können wir eigentlich den Ausbau gewährleisten eigentlich. So. Hier auch noch ein bisschen Tamium mitnehmen. Auch hier. Das dürfte eigentlich dürfte es reichen. Bin mir nicht sicher. Ich nehme vorsichtshalber mal ein bisschen mehr mit. Dann haben wir da genug. So. Jetzt schauen wir mal. Also, ja, ist klar.
So, Gesundheitsmodul. Da bist du gesund. Wird automatisch verbraucht, wenn die Lebens... Ja, genau. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch den anderen Schild auch noch. Dazu brauchen wir Kohlestoff. Wir haben keinen Kohlestoff mehr. Das kriegen wir auf unserem Planeten. Das ist kein Ding. Dann haben wir zwei neue Technologien und ich glaube, dann können wir uns, glaube ich, mit denen anlegen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich will das gerne ausprobieren. Warte mal eben, warte mal. Wo ist denn hier? Da ist der Lichtschalter. Bisschen Licht machen. Huch. So, hier gibt es jede Menge Kohlestoff und auch Plutonium. Weil bei dem Planet ist ja echt alles üppig. Und Tamium, komm an. So. Das dürfte eigentlich reichen.